Rich Jeff. Du willst hier gewinnen? Nicht so schnell, Sly. Warte mal, kenn ich dich nicht irgendwoher? RTL 2, dir bleibt hier nach nichts, außer weiter Kippen zu drehen. Ich hab deine Quali gesehen und dachte, es wär mitten im Leben. Wieso bist du im JPB? Bist du nicht bei Frauentausch? Ich würde dich nicht nehmen, auch wenn ich sonst Geld gegen Frauentausch. Niemals. Denn ich weiß, du warst wie deine Eltern bei RTL, wenn Kinder Kinder kriegen. Man sah, sie werden dich immer lieben. Aber als deine Eltern in der Sendung waren, hieß sie, wenn Geschwister Kinder kriegen. Yes. Diese Tatsache fährt ein Sly täglich mit nem Sixer Starkbier. Es ist dir ins Gesicht geschrieben, du bist und bleibst für immer Hartz IV. Jetzt erzähle mir alle Frauen von Frauenrechten. Ich will Sly doch nur ein Kletteisen zwischen ihre blauen Augen stechen. Ein Wort und dein Spiegel steht vor blauen Augen. Ich lass dich zurecht stutzen wie deine Augenbrauen. Und dann lass ich dich nicht nur mein Teppich saugen. Sieh, wie ich dich zurück in die Küche schiebe. Sieh, die Teller müssen in die Spülmaschine. Nie wird das was mit uns zwei. Doch der Herd, der ist frei, in der Küche Riegel 2. Sieh, wie ich dich zurück in die Küche schiebe. Sieh, die Teller müssen in die Spülmaschine. Nie wird das was mit uns zwei. Doch der Herd, der ist frei, in der Küche Riegel 2. Sly will mit mein Date, doch ich chill lieber mit sexy Girls. Will dein Freund Stress, schieß ich den Vogel ab wie bei Angry Birds. Sly, ich töte dich, du Cracknutte. Es juckt nicht mal deinen Freund. Denn er fickt schon die ganze Zeit ne Sexpuppe. Egal wer dein Freund ist, er bekommt einen Stahlhaken. Vielleicht kann ich ihn dann fragen, sind Slice Extensions aus ihren Arschhaaren? Oder warum helfen bei ihrer Fresse auch keine Zahnspangen? Und warum sind ihre Titten wie meine Hausaufgaben nicht vorhanden? Was ist Sly? Ich hab zum ersten Mal Slap verstanden. Dein Freund, dieser Larry, der mag wohl Schlampen. Doch dein Freund schämt sich für dich. Deshalb musst du in der City einen langen schwarzen Mantel tragen. Denn dein Freund hat für dich schon mehr Haken kassiert als dein Angelladen. Ja. Du hast schon verloren, das sag ich dir, so lange bis du es kapierst. Du bist doch schlau, dann weißt du doch, dass du verlierst. Sieh, wie ich dich zurück in die Küche schiebe. Sieh, die Teller müssen in die Spülmaschine. Nie wird das was mit uns zwei. Doch der Herd, der ist frei, in der Küche Riegel 2. Sieh, wie ich dich zurück in die Küche schiebe. Sieh, die Teller müssen in die Spülmaschine. Nie wird das was mit uns zwei. Doch der Herd, der ist frei, in der Küche Riegel 2. Slice ne Bitch, die von Zepter einen Arschweg braucht. Was für JBB, ich sag dir, diese Bitch endet auf der Kasse. Den Couch, da hilft auch kein Lutschen mehr bei der Community. Denn du bist nicht mal ne Edelhure, denn du hast keine Handtasche von Louis V. Ich würde dich nie anpacken, diesen Diss steckst du nicht so leicht weg wie Julian Stick zwischen deinen Arschbacken. Slice ne 0815 Bitch, aber sagt, sie sei unkäuflich. Witz. Warte Sly, ich hab dich nicht verstanden, du sprichst beim Blasen immer so undeutlich. Ich bin Rich Jair, der Typ, der dich heute nicht nur körperlich schlägt. Dein Kleid ist fast so billig wie die Person, die es trägt. Yeah. Man bekommt Sly sogar meistens umsonst, wie gratis Coupons. Yeah. Yeah. Man sieht auch bei Sly, was Bitchiges haben die meisten Fotzen in sich wie Tampons. Sieh, wie ich dich zurück in die Küche schiebe. Sieh, die Teller müssen in die Spülmaschine. Nie wird das was mit uns zwei. Doch der Herd, der ist frei, in der Küche Riegel 2. Sieh, wie ich dich zurück in die Küche schiebe. Sieh, die Teller müssen in die Spülmaschine. Nie wird das was mit uns zwei. Doch der Herd, der ist frei, in der Küche Riegel 2. Das war's dann wohl für Sly mit dem JBB. Jetzt dreht deine Schwester wieder deine Videos beim Pornodreh. Ha! Ha! Sheesh!